Wir befinden uns im Krieg. Ich zeige euch ein Kriegsopfer, stellvertretend für Millionen. Die Frage ist jetzt, ist es zumutbar, das zu zeigen? Die Frage ist aber, die ich stelle, ist es zumutbar, 10 Minuten so leben zu müssen? KlarTV deckt auf, warum dieses Kind so aussieht und warum es so leidet. Weil im zweiten Irakkrieg 1700 Tonnen Uranmunition auf den Irak gebombt wurden. Der Vorwand, Saddam Hussein besitzt Massenvernichtungswaffen. Was nie bewiesen wurde, nie gefunden wurde. Die Medien schreien es raus. Alle ziehen in den Krieg. Und die wirklichen Massenvernichtungswaffen kommen in Gang. Ich könnte tausende solcher Bilder zeigen. Der wahre Grund für den Krieg war das Öl. 10% aller Ölvorkommen ist im Irak. Und das ist die Wahrheit. Und darum sage ich, mein Wort ist mein Schwert. KlarTV sagt, mein Wort ist mein Schwert. Das zum Beispiel, dieses Verbrechen, muss jeder wissen. Bis keiner mehr in ihre Kriege zieht. Bis keiner mehr diesen Lügen glaubt, der Medien, die wieder irgendetwas hetzen. KlarTV bleibt dran, bis jeder weiß, wie es läuft. Und KlarTV steht damit mitten an der Kriegsfront. Darum muss ich sagen, ich fühle mich auch in der Produktionsleitung von Klagemauer TV echt wie ein Heerführer. Und da gehen Winde. Da gibt's Medienschlachten mittlerweile schon fast wöchentlich, wo sie uns angreifen, wo du manchmal über Nacht irgendeine Gegnerstellung auf den Boden stampfen musst. Da wehen Winde. Ich habe mich kürzlich jetzt richtig so das Auge entzündet. Das hat wehgetan. Und aber ich sage, dieses Kind, was macht das mit? Ich kann mich an der Heilung freuen. Dieses Kind kennt keine Rettung. Und darum sage ich, ich stehe hier, um euch alle in diese Armee einzuladen. Und jetzt werde ich euch aber erstmal die Armee vorstellen, die wir schon sind. Wir werden jetzt gemeinsam rufen, mein Wort ist mein Schwert. Und nachher möchte ich, dass ihr dazukommt. Seid ihr dabei? Unsere 670 Techniker! Mein Wort ist mein Schwert! Mein Wort ist mein Schwert! Nochmal! Ja, ich möchte an dieser Stelle auch einem Krieger ganz besonders einen Dank ausrichten. Ein Krieger der Gerechtigkeit, der mit mir zusammen dieses Lied erarbeitet hat, seine ganze Kreativität hineingelegt hat, heute nicht hier sein kann. Danke dir für deine Mitarbeit hier. Möge dieses Lied überall gesungen werden, auf der ganzen Welt. Endlich aufzustehen und nicht mehr mitzugehen.
Sie erschaffen die Feindbilder selbst, unterstützen Rebellen mit Geld, bestücken Söldner mit Waffen und stürzen die Länder in Not. Berichten von Terrorregimen auf allen erdenklichen Sendern, halten die Wahrheit. Der wirkliche Angreifer, der allerorts Verwirrung und Ohnmacht geschürt, die Länder destabilisiert hat, sodass wir alle ein möglichst großes Verständnis für ihre militärischen Einsätze haben in aller Welt. Für ihre Drohnen und Chemiewaffen, ihre Minen und Panzer und ihre Zerstörungsmaschinerien. Bis alles Öl und Gold und alle Schätze endlich allein ihnen gehören.